Ich wurde in meiner letzten Beziehung betrogen. Das war nicht der Grund, also nicht sein Verhalten im Sommerhaus. Wir liegen jetzt schon wieder hier und kuscheln. Mach ich das mit irgendjemand anderem? Ja, wo hat er seine Hand? Auf ihrer Brust. Das ist nicht dein Ernst. Alter Schwede. Ja, vorbei. Niemals würde ich den wieder nehmen. Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Make Love, Fake Love Reaction hier auf diesem Kanal. Und heute zur 10. Folge. Ich sag euch ehrlich, das wird heute, glaube ich, die krasseste Folge werden bis jetzt. Die wird nochmal alles toppen und ich glaube, Xander wird hier nach keine Freundin mehr haben. Zumindest sah das im Vorspann so aus. Also ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. Ganze Folge hiervon ist natürlich unten verlinkt, gibt's bei RTL Plus und damit let's go. Was sagt deine Freundin dazu? Ich habe keine Freundin. Schwörst du auf deine Mama? Ja. Schwörst du auf deine Mama, dass du keine Freundin hast? Ja. Schwör ich auch. Freunde, also das ist schon wirklich, wirklich heftig. Also nicht nur, dass er hier mit den Fingern ein bisschen weiter nach unten gewandert ist, sondern er schwört einfach. Also er schwört einfach auf seine Mutter, dass er Single ist. Also ich lache jetzt irgendwie gerade dabei, aber einfach, weil ich nicht glauben kann, dass das wirklich jemand macht, obwohl das nicht stimmt. Also da wäre bei mir vorbei. Wenn ich in der Situation wäre, dann wäre ich jetzt raus. Aber es klang auch so, als hätte er sich so gedacht, so, ach, scheiß drauf, jetzt sage ich einfach ja. Ja. So klang das, finde ich, irgendwie. Fragt sich nur noch, wie die Freundin darauf reagiert. Puh, ich bin sprachlos. Du willst aber auch auf deine Mama schwören, dass du keine Freundin hast? Ja. Und auf deinen Papa? Ja, auch. Ja, klar, komm, packen wir den doch auch noch mit rein. Das gibt's nicht. Also danach könnte ich nicht mehr in den Spiegel schauen. So bis jetzt, finde ich, hat er das gut gemacht fürs Spiel. Aber damit, also das ist halt, das macht man einfach nicht. Du bist wirklich Single? Ich bin Single. Willst du auch auf deine Freundin schwören, dass du keine Freundin hast? Ja, würde ich auch. Sag, wenn du eine Freundin hättest, würdest du sie jetzt nicht mehr lieben? Okay, wenn ich eine Freundin hätte, würde ich sie jetzt nicht mehr lieben. Ey, das gibt's nicht, Freunde. Also ich bin wirklich gerade einfach sprachlos. Bin ich jetzt der Einzige, der findet, dass das Max irgendwie auf seine ganz eigene Art und Weise nochmal toppt? Man weiß halt wirklich jetzt nicht mehr, macht er das fürs Spiel oder sieht er das wirklich so? Ja, was soll er sagen? Ja, er muss es ja sagen. Immer diese Ja. Also Jelis hat sowas nicht gemacht, dass sie meinte, schwörst du auch auf deine Mom? Man hat ja auch gemerkt, Antonia, das, für die hat das schon auch eine Bedeutung, weil dann hat sie ja auch so gemeint, so bist du wirklich Single oder so. Also ich glaube schon, dass das ihr nochmal, also sie nochmal krass überzeugt. Und wir hatten das ja schon bei Nico und bei Julian und da habe ich auch gemeint, also wenn die da drauf schwören, dann sind die echt Single. Aber also glaube ich irgendwie immer noch, dass die das nicht aus, also dass sie das nicht auch gemacht haben und eigentlich vergeben sind, aber tja, man sieht halt, ne? Also manche Leute, die machen einfach vor gar nichts halt. Schwörerei ständig. Ich meine, klar, die Antonia stachelt das auch an, weil sie ja immer fragt, oh, schwör mal, schwör auf deine Eltern, deine Freundin, deinen Hund, dein Reihenhaus. Kein Ehrenmann. Tja. Das war's jetzt, Xander. Jetzt ist es vorbei. Jetzt würde ich mal als erstes zu Hause den Spiegel abhängen. Auch das mit dem geilen Arsch hätte nicht sein. Aber das hat er noch nie zu mir gesagt, sowas. Arsch. Noch nie, das ist gar nicht er. Ja, weiß ich aber nicht, ob das jetzt dafür stehen soll, weil er das spielt und ihr einfach nur so sagt. Oder ob man sich darüber Gedanken machen sollte, wenn er das zu ihr noch nicht meinte und zu Antonia schon. Das ist wirklich heftig. Ich erkenne ihn nicht wieder. Also deswegen bin ich immer so, ich denke mir, der kann das doch nur spielen. Ja, entweder das ist wirklich so oder der ist einfach komplett hin und weg von Antonia. Ich würde es halt echt nicht mehr ausschließen. Also irgendwie glaube ich trotzdem noch, dass er das fürs Spiel macht, aber sicher wäre ich mir halt nicht mehr dabei. Wo ist Antonia? Die ist mit Xander rüber. Echt? Ja, der hofft auf Schlüsse. Wo sind die hin? Die sind drüben. Was, wo drüben? Ladyloft. Alexander ist so... Der ist penetranteste. Marcel haut einfach raus. Ja, der Xander, der ist penetrant. Doch.
Wir haben das Gefühl, dass er nur dieses Spiel gewinnen möchte und es gar nicht irgendwie um Antonia geht. Na, das ist halt das Geile daran. Jetzt kommt natürlich bei denen auch langsam wirklich richtige Eifersucht auf und dann haben die auch schnell so den Eindruck, ja, der eigentlich will da ja gar nicht Antonia, sondern der will ja nur das Spiel gewinnen. Und das reden die sich jetzt bestimmt auch immer mehr ein. Aufregen bringt nichts und man sollte sich im Griff haben, oder? Das ging ewig, ey. Das ist so, man verquatscht sich halt voll, ne? Hast du sie geküsst so? Okay, da bin ich ja gespannt, welche Taktik der hier fährt. Also er hat es auf jeden Fall nicht rausgehauen. Ich glaube, sonst hätte sich Marcel nämlich nicht mehr im Griff. Ja, den Kuss habe ich jetzt erstmal verschwiegen. Wissen ist Macht. Desto mehr Karten ich bei mir behalte, desto besser. Du kannst dich einfach nicht so in unsere Lage versetzen. Deswegen kannst du es auch so alles nicht nachvollziehen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Genau. Das soll weiterhin so bleiben. Solange bin ich nicht auf dem Fokus, komm dann im Windschatten, hol richtig auf. Stell dir vor, du hättest jetzt trotzdem eine Partnerin. Ja. Wäre das schon betrügen? Ja, natürlich würde es betrügen. Und das habe ich dir auch am ersten Tag schon gesagt. Ich habe noch nie jemanden betrogen. Das ist halt eigentlich eine gute Frage. Ist das schon betrügen oder nicht? Also eigentlich ja trotzdem nicht, weil es ist ja das Spiel dort. Wenn das jetzt so natürlich im echten Leben, also da brauchen wir ja gar nicht drüber reden, aber ja, bei dem Spiel, ich weiß nicht, hat der jetzt eigentlich schon eine Grenze überschritten? Doch, irgendwie schon. Aber hatte er ja vorher auch schon. Also ist ja eh nichts Neues. Ich glaube, Xander ist eigentlich ein sehr, sehr feiner Kerl und ehrlich und würde wahrscheinlich keiner Fliege was zuleide tun, vor allem, wenn er eine Frau liebt. Es müsste einfach so ein Clip kommen, wie einfach so eine Fliege klatscht. Wurdest du schon mal betrogen? Also nicht, dass ich wüsste. Ich wurde in meiner letzten Beziehung betrogen. Das war nicht der Grund. Also nicht sein Verhalten im Sommerhaus, das war nicht der Grund. Danach ist noch was viel, viel Schlimmeres passiert. Ja, krass, ne? Also jetzt für mich jetzt keine so große Überraschung. Ich habe das nämlich schon bei, ich glaube, Promiflash gelesen. Aber trotzdem krass, weil das wusste man vorher ja noch nicht. Patrick hat Antonia betrogen. Wir hatten unser Musikvideo-Dreh auf Mallorca. Wir haben zusammen einen Song rausgebracht. Wir waren da über ein Wochenende bei einer Freundin in der Villa und haben da auch das Video aufgenommen und alles. Wir waren dann abends auch noch so, ja, komm, lass feiern gehen. Und, also beziehungsweise nicht feiern, aber lass unten auf der Terrasse was trinken, Flaschen drehen, spielen, kennst du ja. Mhm. Ich habe gesagt, okay, klingt mich aus, ich möchte fit sein. Boah, das ist also jetzt schon ohne weiter zu hören, das ist schon eklig. Überlegt mal, Antonia sagt so, ja, macht mal ruhig, ich klinge mich aus und Patrick spielt mit der Freundin Flaschen drehen und den Rest kann man sich ja auch schon denken. Dann wurde ich nachts von meiner Freundin geweckt. Sie hat gesagt, du, steh mal auf, ich muss mit dir reden. Geh mit dir in den Flur und sag, mach die Tür auf. Da lag mein Freund mit einer anderen im Bett. Okay, damit hätte ich jetzt trotzdem nicht gerechnet. Also, weil ich mich jetzt gerade gefragt habe, also, wo kommt jetzt die andere her? Weil gerade war ja die Rede nur von Antonia und der Freundin, aber ja, also immerhin nicht die Freundin, ne? Trotzdem. Ich wurde noch nie so schlecht von einem Menschen behandelt wie von meinem Ex-Partner. Und viele kennen natürlich nur die Geschichten aus dem Sommerhaus. Ich bin so ein Mensch, also, ich weiß nicht, ob worden bin, aber wenn, ich würde mit dieser Person nie wieder in meinem Leben Kontakt haben wollen. Egal, ob ich mit der 5 Jahre zusammen bin, egal, ob ich mit der Kinder habe oder sonstiges. Wenn du mich einmal bescheißt und ich würde es dir verzeihen, würdest du mich nochmal bescheißen. Und ich kenne meinen Wert und ich weiß ganz genau. Mhm. Ich könnte auch danach den Menschen nicht mehr anschauen. Ich stand immer hinter ihm und dann wirst du trotzdem. Ich stand nicht nur hinter ihm, sondern auch unter ihm. Zumindest im Sommerhausfinale. Dass du mir einfach zeigst, woran ich bin. Ja, komm, zeig ihr das doch mal. Zieh ihr mal wieder den Pulli von Lisa an. Ich will einfach nicht wieder diesen gleichen Fehler machen. Ich will nicht wieder auf so einen Typen reinfallen, für den ich alles tue und alles gebe. Later. Also ich muss schon sagen, dass Xander und Lawrence jetzt schon fast gleich auf sind. Ja, krass. Also das hätte ich halt trotzdem nicht gedacht, aber ich glaube, Lawrence hat schon wirklich auch richtig, richtig gute Chancen noch, da vielleicht doch auch vorbeizukommen an Xander, würde ich jetzt gar nicht mehr ausschließen. Also, dass sie den schon so weit vorne sieht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber das Gute ist natürlich auch, dass er ja genau wie Xander auch Single ist. Perfekt. Ich glaube nicht, dass er Antonia gut findet. Nee. Also, blond, haben wir ja auch gehört, ist sein Typ. Die wird er nicht gut finden, ja? Würde ich mir auch einreden. Ja, aber eure sind schon so weit. Also bei euren, die nee, ist sich schon der sicher. Sich verliebt, weißt du? So, echt? Bei euren. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die schon weiß, wer zu Dominik gehört. Also die Vermutung ja aktuell, auch den Kommentaren nach,
ist Marcel. Würde ich mich auch anschließen. Ich will mich nicht besser stellen als Antonia, aber es sind einfach zwei Welten. Ja, klang letztes Mal noch nicht ganz so überzeugt. Und Cam ist die Solarshow-Haus. Glaube ich und auch. Und das ist ja unsere Grenze deswegen. Aber ich habe mich schon mal in ihr getäuscht. Ich dachte nicht, dass die mit so vielen Männern rumhaut. Ja, nur weil die früher bei dir beim Haare schneiden war, kennst du sie scheinbar vielleicht doch nicht so gut. Lawrence ist auch gar kein Fan von einem Mädel, das jeden Tag an einem anderen Typen hängt und hier die Zunge in den Hals und direkt nach dem Date wieder zu Xander und dies und das. Das ist nichts für meinen Freund. Ja, das ist, für mich ist das wirklich alles einfach nur so Schöngerede. Also, das würde, glaube ich, sag ich mal, den meisten Typen außerhalb einer Show auf jeden Fall nicht gefallen. Aber was willst du denn da drin machen? So, also das ist halt immer noch eine Show und da ist das halt so. Ich glaube nicht, dass die dort das macht, was die Jelis letztes Jahr gemacht hat, das glaube ich nicht. Ja, bei Jelis hätte ich das auch nicht gedacht. Mal gucken, was Michael jetzt noch macht. Michael muss jetzt Gas geben. Ist eigentlich Hans auch noch dabei? Der ist ja, glaube ich, letzte Folge am Anfang reingekommen. Der war aber einfach gar nicht mehr im Bild. Also ich überlege gerade wirklich, ist er noch drin oder... Nee, der ist aber nicht... Nee, der ist letztes Mal nicht rausgeflogen. Also der muss eigentlich noch dabei sein. Der muss eigentlich noch anwesend sein. Ich habe viel gesagt, dass ich glaube, dass wenn sie jetzt hier nicht einfach nur lustige Zeit machen will, sondern wirklich jemanden sucht, sind die letzten, die gekommen sind, die fünf jetzt, mehr für was Ernsteres. Naja, das würde ich ja auch einreden. Ich glaube auf jeden Fall von den letzten, die reinkamen, die letzten fünf... Vielleicht ist auch wirklich nur Lawrence vergeben davon und die anderen nicht. Das könnte schon sein. Was natürlich wiederum bedeuten könnte, jetzt so Nico zum Beispiel, da wissen wir es halt einfach nicht. Vielleicht kommen ja auch noch mal welche bei der anderen Villa rein. Vielleicht von Nico die Freundin, vielleicht ist sie da ja noch nicht mal drin. Das wissen wir halt nicht. Ich glaube, die gehen da auch immer so ein bisschen danach, von wem gibt es gerade Bilder. Dann schicken die natürlich den Partner oder die Partnerin rein, damit die auch drauf reagieren können. Aber wenn es nichts gibt, dann... ist das eigentlich egal, ob derjenige jetzt eine Folge früher oder später da reinkommt. Ja, ansonsten, Dennis, der macht hier, glaube ich, auch nur noch Urlaub. Also von dem sieht man ja auch wirklich gar nichts mehr. Zumindest nicht mit Antonia. Oh. Jetzt ein ernstes Gespräch. Clara hat's doch im Kopf. Clara hat's, ich hab keinen Bock. Gestern wollte ich mit dir sprechen. Du sagst, okay, gleich. Und dann sehe ich, wie du mit ihm weggehst. Das krieg ich dich ab. Und alleine diese penetrante Art von ihm. Sorry, dass ich das so sage, aber das sieht fast jeder jetzt so. Ich sag dir jetzt offen und ehrlich, er will unbedingt nur dieses Spiel gewinnen. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was das mit ihr macht, wenn die jetzt sowas hört. Also, ob die das gar nicht ernst nimmt oder ob die sich dann wirklich nochmal Gedanken macht. Und vielleicht dann doch mehr an Lawrence nochmal interessiert ist. Also, ist sie ja eh schon, aber noch mehr. Das ist doch nicht mehr normal. Ich soll einen Gang runterschalten und er schaltet 8 Gänge da hoch. Also irgendwas stimmt da ja nicht. Ich habe dir das am Anfang gesagt, weil es der erste Tag war, an dem du einfach mega übertrieben hast. So, dass jetzt hier einfach mal jeder zeigt, was er von mir will, finde ich gut. Aber ich finde es auch nicht schön, jemandem anderen jetzt irgendwie einzureden oder zu sagen, dass er nur das Spiel gewinnen will. Wiederum kann man sich natürlich mit solchen Aussagen auch selbst ins Ausschießen. Könnte auch sein. Das ist auch nicht rüberkommen, um Gottes Willen. Wenn er mit uns ist, ist er ganz anders. Er ist viel offener. Aber auf einmal bist du da. Nee, ich bin nicht so. Ich bin ganz anders. Na, wiederum scheint er wirklich einen wirklich plausiblen Grund zu haben, warum das so rüberkommt. Also, wenn das so ist, der Eindruck, den wir auch sehen, wenn er mit Antonia ist, der würde zutreffen. Ob der andere auch zutrifft, weiß ich halt nicht. Aber dann kann ich verstehen, warum er das auch erzählt. Du stehst auf einem sehr guten Platz. Da strahlt er wieder. Dann schauen wir doch mal, wie die Antonia jetzt mit den neuen Informationen umgeht. Du weißt schon, dass du mir sehr, sehr wehtun kannst. Ja, ich lüge dich nicht an. Wenn mich hier jemand verarscht, wenn hier am Ende jemand im Finale steht und ich dem offen und ehrlich meine Gefühle gestehe und enttäuscht werde. Ich enttäusche dich nicht. Wirklich nicht. Du machst mich echt verrückt. Aber das ist doch schön. Nee, das ist nicht schön. Warum? Weil ich einfach Angst habe. Marcel hat mir noch erzählt. Boah, das ist schon wirklich krass. Weil das ist halt genau, wie es passieren wird. Also, ich meine, egal, ob die Xander nimmt, Lawrence oder Marcel, ich denke mal, das sind wirklich so die drei Favoriten. Also, Marcel hatte die vorhin halt nicht mit genannt, ist er aber, glaube ich, trotzdem. Aber ich glaube, der ist auch vergeben. Und egal, wen die davon nimmt, das wird einfach eine richtig kranke
Enttäuschung. Das will man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also, das ist natürlich hier irgendwie eine Show und unterhaltsam, aber überlegt mal, was das mit der Person macht, also mit Antonia, wenn das dann genauso eintrifft. Dass er bei dir die Befürchtung hat, dass du das eigentlich eher nur fürs Game machst. Ja, das wird, glaube ich, dann auch noch richtig Beef geben zwischen denen. Der muss sich ja irgendwie Gedanken machen, wie er mich ausstechen könnte. Ich glaube, gerade bist du dir mit mir einfach nicht wirklich sicher. Doch, ich bin mir mit dir sicher, dass halt auch einfach noch andere Männer um dich kämpfen und so weiter. Ist doch klar, dass ich dir nicht von Anfang an alle Karten auf den Tisch lege, weil ich mir auch nicht sicher sein kann. Weil zum Schluss fahre ich als Depp nach Hause und dann bin ich der Gefickte. Am Ende fährt er nämlich ohne Lisa nach Hause und ohne Antonia. Dann, das könnte halt echt auch passieren. Und dann hätte er sich einfach alles komplett kaputt gemacht. Ich meine, die Option gibt's wie gesagt halt auch. Macht ihr eigentlich hier rum oder was? Nein. Antonia, sollen wir auch ein bisschen rummachen auf meinem Bett? Ja, Dennis, leg dich doch schon mal hin, ich komme gleich. Echt? Nein. Sag Bescheid, wenn du rummachen willst. Ja, ich melde mich. Okay. Dann komme ich. Okay, danke. Tschüss. Wir liegen jetzt schon wieder hier und kuscheln. Mach ich das mit irgendjemand anderem? Ja, wo hat er seine Hand? Auf ihrer Brust. Das war für mich definitiv eine Grenze überschritten. Eigentlich haben wir gesagt, nicht im Intimbereich anfassen. Alles klar. Und dann streichelt er hier. Ich enttäusche dich nicht. Ich erkenne diesen Menschen nicht mehr. Ich erkenne ihn nicht. Es ist halt wirklich die Frage, ist das die Rolle? Deswegen erkennt die ihn nicht. Oder weil er einfach ganz anders bei Antonia ist und weil das vielleicht wirklich echt ist. Ich glaube, wir können alle nicht mehr sagen, dass der Xander hier nur ein Spiel spielt, sondern dass da definitiv mehr ist. Also ich bin mir sicher, der wird sich schon mal die Frage gestellt haben, sollte ich vielleicht wirklich mit Antonia rausgehen oder mit meiner Freundin? Also wenn er dann, gut, okay, ich meine, wenn das am Ende rauskommt, dann wird den Antonia wahrscheinlich nicht nehmen. Also denke ich mal. Aber ich glaube, der wird da schon mal ernsthaft drüber nachgedacht haben, ob er nicht statt dem Spiel weiterzuspielen, da wirklich auf Ernst auf Angriff geht oder ob er nur das Spiel weiter durchzieht. Böse Überraschung, Freunde. Und zwar gab es gerade so eine kleine Party, die dann wieder mal gecrashed wurde und es fliegt wieder jemand raus. Es kann theoretisch alle treffen. Ich denke mal, wir müssen das jetzt nicht so komplett anschauen, jeden, du bleibst drin, du bleibst drin. Wir gucken einfach, wer rausfliegt und ich tippe mal auf einen der letzten fünf, die reingekommen sind. Also zur Auswahl stehen noch Dennis und Hans. Einer darf bleiben, einer fliegt raus. Ich hätte wirklich am Anfang hätte ich nicht gedacht, dass Dennis da mal irgendwie rausfliegen könnte. Vor allem, weil ja jetzt viele neue Leute weitergekommen sind, aber er, obwohl er seit Tag 1 dabei ist, immer noch da vorne steht. Jetzt die Frage, entweder die weiß einfach mittlerweile, an dem habe ich kein Interesse, der fliegt raus, oder er bleibt doch mal drin und Hans, mit dem die, glaube ich, noch nie gesprochen hat, der fliegt halt raus. Wer darf definitiv hier in der Villa bleiben mit dir? Hans. Krass. Krass, ey, das gibt's nicht. Dennis meinte auch mal irgendwie so, ein Hans bleibt ein Hans. Und weiß ich auch noch so sicher gewesen, dass er keine Konkurrenz ist. Und jetzt fliegt er einfach gegen den raus. Heftig. Krass, der ist auch noch wirklich Single. Also da kann ich nur sagen, ich hoffe, die packen den und da würde der richtig gut reinpassen bei Aito VIP rein. Also genau wie Max und Fabio in der letzten VIP-Staffel. Ich hoffe, das haben die gemacht, weil das wäre echt geil. Ich habe ihn zwar mega in mein Herz geschlossen, aber es war einfach mehr der Kumpelparty-Spaß. Ja, das ist auch deine Bauchentscheidung. Du bist auf dem richtigen Weg. Danke. Naja, auf dem richtigen Weg ist sie nicht. Xander, Blickkontakt. Wo will er hin? Mit wem? Ich muss kurz mein Make-up checken, ey. A few moments later. Was sagt man dazu? Also wir halten mal fest, falls das gerade nicht so richtig rüberkam, der ist am Pool vorbeigelaufen, hat Antonia angeguckt und ist einfach instant aus dem Pool raus und ihm hinterhergerannt. Aranda. Das war, glaube ich, auch schon im Trailer drin. Oh mein Gott, ich hätte noch tauten. Ich finde ihn so geil. Ihr lieben Vergebenen, guckt ihr bitte noch mal eben. Jetzt ist alles vorbei. Wenn die das jetzt sieht, die wird direkt Schluss machen. 100 pro. Also erstens mal hat er die ja wieder angepackt, was er nicht darf. Und denkt er, das ist noch fürs Spiel oder nicht? Ich glaube irgendwie nicht. Das ist der Xander? Der ist doch fucked. Das ist nicht dein Ernst. Alter Schwede. Sein Arsch. Alter, das geht gar nicht. Sein Schwanz liegt ja frei. Was sagt, Alter?
Gut, dass Dominik da nochmal drauf hingewiesen hat. Aber er weiß ja, dass da eine Kamera hängt. Ja. Na, er wollte ja, dass sie mitkommt. Das war ja der Plan. Boah, wie konnte ich mit sowas zusammen sein? Ich schäme mich zu Tode. Ich schäme mich. Für dich? Ja, vorbei. Niemals würde ich den wieder nehmen. Niemals. Da wär's aber vorbei. Auch. So. Scheiße, Freunde, das war's einfach. Ich glaube schon, dass das jetzt auch eine finale Entscheidung ist. Eigentlich müssen die irgendwie so ein was organisieren, dass die beiden mal zusammen sprechen können. Und dann weiß er, dass das vorbei ist. Und dann müsste man gucken, wenn er weiß, okay, Spiel ist durch, würde er dann weitermachen mit Antonia oder nicht mehr? Das wäre eigentlich auch noch krass. Vielleicht machen die das ja. Krass, Freunde, also die hat das auch nochmal bestätigt. Das ist scheinbar wirklich durch. Ich finde auch, das waren auf jeden Fall mit Abstand schon die krassesten Aufnahmen bis jetzt. Also das muss man echt sagen. Ich weiß nicht, ob er das nochmal irgendwie toppen wird oder nicht. Ich finde halt wirklich, es müsste jetzt so ein Gespräch geben. Und wenn er dann komplett aufhört, nichts mehr machen würde oder einfach nur noch so im Hintergrund rumsitzen würde, dann könnte er vielleicht noch so ein bisschen beweisen, dass das fürs Spiel war. Wenn er dann aber weiter bei Antonia auf Angriff geht und weiß, dass die Beziehung vorbei ist, dann wüsste man auch, warum er das macht. Also das würde ich gerne sehen. Ob wir das so bekommen, weiß ich nicht. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei bei der nächsten Folge. Kommentiert auf jeden Fall eure Meinung. Lasst Like und Abo da. Bis dahin und ciao.